Hey Internet und YouTube. Ha, vorigen Part waren Brüste. Ich weiß, es freut uns alle, aber nicht YouTuber. Und bevor ich hier wieder so komisch schneide oder ich weiß nicht, wir haben doch schon alle Brüste gesehen, oder? Auf jeden Fall habe ich so ein komisches Medaillon und dann waren so Zeichen, dann muss ich durchlucken und dann sage ich die Frauen, wie sie mit den Männern Mensch, ärgere dich nicht spielen und dann war das Zeichen und dann konnte ich das Zeichen einsetzen und dann öffnet sich die Tür und dann ist der Geheimgang und dann bin ich hier. Very, very, und hier ist Blinky Blinky. That's what I like to do. Und hier ist ein Schloss zum Knacken. Das ist genau meins. Ich habe keine Zeit, hier irgendwelche Brüste zu zensieren. Ich kann ja nicht die ganze Zeit hier nur Brüste überall. Verdammt nochmal. Warum die Musik? Okay, geh in das Licht. Geh in das Licht. Das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Wenn du das Licht siehst. Ah. Ah, genau. Das habe ich vorhin eingesetzt. Und jetzt sind aber die Runen oder was auch immer hier weg. Großartig. Das bedeutet, ich muss wieder irgendwas finden, oder was? Irgendwelche Schriftzeichen. Kann ich hier nicht ein Buch vielleicht bewegen und dann öffnet sich eine Geheimkammer zu einer Geheimkammer, die zu einer Geheimkammer führt? Okay, wir gehen hier lang. Ich wusste doch, dass du etwas bist. Okay, ich muss mir jetzt öfters. Ich kann das jetzt öfters benutzen. Ah! Das macht die ganze Sache natürlich wesentlich. Okay, nicht mehr rot, also hier war eine Falle. Das ist ja dann. Oh mein Gott! Okay, easy peasy jetzt. Easy peasy. Aber das wird ziemlich nerven, oder? Wenn ich das die ganze Zeit klicke. Und es kostet mir auch ganz schön. Was, hier ist nichts drin? Kann sich doch nur um einen Scherz handeln, oder? Okay, muss nicht sein. Muss nicht sein. Okay, mit Speedy und so alles. Hier runter einfach, oder? Hier ist niemand. Warum verstecken? Sei kein Angsthase, mein Dieb. Hallo? Wehe, hier ist nichts Gutes drinnen, weil wenn hier nichts Gutes drinnen ist, dann flippe ich aus, wie ich noch nie ausgeflippt bin. Habe ich keinen Bock mehr, am Schloss zu knacken. Vier, weißt du was? Tschüss. Weißt du was? Weißt du was? Ich schlage einfach jeden K.O. und bekomme das Gleiche raus. Das ist meine Devise. Natürlich muss diese Devise nicht stimmen. Nicht von einer Bibliothek. Ja, Orion, du redest nur Bücher sein. Blödsinn die ganze Zeit. Durchsuche die verlassene Bibliothek nach dem Buch. Ich schätze mal hier, Vorsicht, nicht daneben springen, dann wäre ich echt sauer, du. Ich hasse es, wenn der Charakter daneben springt. Hier hinten blinkt was. Ist klar. Aha! Okay, hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Ey! Hallo? Dieser Ort ist ein Labyrinth. Ich muss zum Zentralturm. Ach, so viele Schritte. Kann ich hier rüberspringen? Wenn nicht, dann flippe ich aus. Dankeschön. Wenn ich hier nämlich nicht... Wo bin ich?
So, dann machen wir einen kleinen Cut für das Rätsel hier. Also irgendwelche komischen Dinger drehen und drehen und drehen und drehen. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Du sollst eigentlich zu mir, mein Freund. Du sollst zu mir. Sehr praktisch. Absolut, das ist super duper. Nun, wie war das jetzt? Verzeihung, ich hab Schluck auf. Noch ein Blinky-Blinky, was ich haben will. Drehen wir das hier? Right? In die andere Richtung, so sieht es nämlich aus. Das sah nicht sehr nett aus. Bis ich drauf kam, dass man hier hochkommt, dass ich von hier herunterkam, hat ein bisschen gedauert. Jetzt muss ich noch die andere den Weg finden, richtig? Right? Wo ist der hier? Ich denke, du musst zu mir. Wenn das Licht angeht, ist alles gut. Denn wenn das Licht angeht, weißt du, dass du richtig stehst. Vielleicht habe ich auch gelogen, aber ich könnte hier einfach runterspringen, oder? Dann komme ich hier drüben hin, right? Obwohl ich hier hoch muss. Okay, dann kann ich das da drüben noch bewegen, richtig? Hier hinten gibt es nämlich... Okay, hier gibt es noch den Weg hier runter... Okay, gut, wir sind auf der Seite. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Hierauf. Sieht gut aus. Oh, ich will eigentlich gar nicht. Nee. Oh, es ist nicht verschlossen. Da ist auch nichts drinnen. Excellent. Oh, shit. Ich vermute, wegen diesem Buch bin ich hier. Wegen welchem diesem? Jetzt muss ich es nur noch losmachen. Entferne das Ritualbuch. Okay, hier habe ich wieder meine... Okay, was war der andere Gang? Verdammt nochmal. Na, komm schon. Ja, natürlich klicke ich... Ah, um nach rechts. Okay. Sag mir, dass du richtig stehst. Halleluja! Sieht gut aus. Cornelius, die Schlüssel. Ich hab das Buch. An diese Nacht werde ich wohl noch lange denken. Das habe ich morgen wieder vergessen, du. Wäre natürlich witzig. Absolut witzig jetzt. Absolut. Fantastisch witzig. Hä? Bin ich jetzt oben oder bin ich nicht oben? Ich brauche einen Pfeil dafür, den ich nicht habe, weil dann...
Jesus, warum hast du nicht vorher angenommen? Dass man immer schimpfen muss. Okay. Dass man immer schimpfen muss. Ich bin auf der falschen Seite. Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein, dass ich wirklich auf der falschen Seite... Es gab eine 50-50 Chance, oder? Nimm das. Meine Güte. Dankeschön. Es war bezaubernd. Hallo? Niemand weiß, wie tief sie ist. Ah, hier. Upsi, da gehen wir lieber hier lang. Oder generell runter, oder? Boah, warum nimmst du denn... Warum nimmst du meinen Sprung nicht? Okay, das sieht auch nicht so gesund aus, oder? Geht schon. Wir sind athletisch gebaut, das ist überhaupt kein Problem. Was die wohl in den Eintopf werfen? Nicht mal Madame wusste davon. Und du hast gesehen, wie sie reagiert, wenn sie was nicht weiß. Dann stellt sich nur die Frage, wer hat die Tür geöffnet? Genau das finden wir jetzt raus. Trennen wir uns, um ein größeres Gebiet abzudecken. Trennen? Das sagst du so leicht. Immerhin hast du die Fackel. Ja, weil ich beim Kartenspielen nicht beschatze. Das ist nur gerecht. Was? Bist du immer noch sauer wegen dieses Kartenspiels? Weil ich beim Pelikan und Makrele gewonnen habe? Ja. Viel Spaß im Dunkeln. Ihr wisst doch, wie das ist im Dunkeln. Mir tut der Rücken weh. Geheimer Geheimgang, Baby. Oh, nicht so gut. Ich muss schlafen. Dreh dich jetzt nicht um. Niemand, Jared. Niemand, absolut niemand. Madame X mag ihre Bücher aber. Was meinst du? Sollen wir was mitnehmen? Wir könnten es an Callow vorbeischmuggeln. Vielleicht springt dabei ja was für uns raus. Ha. Mich nennst du Betrüger? Ich bin dabei. Diese Frage. Vorbei an den Mann. Was machst du? Bewegst du dich? Okay, du bewegst dich. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Shit. Schau die Bücher an. Bilde dich weiter, mein Freund. Bilde dich weiter. Am besten Ausbildung zu einer besseren Wache. Soll ein gutes Buch sein. Kann ich dir nur empfehlen. Mama! Du kommst nicht hierher. Sag mir nicht, dass du hierher kommst. Geh weg mit dem Licht. Oh mein Gott. Ein Königreich für einen Kaffee. Du kommst sicher hier rein, oder? Das. Dicht. Shut up. Wir brauchen keine Lichter ausmachen hier. Vielleicht doch. Es wird spät. Naja, sicher ist sicher.
Natürlich, es musste nicht unbedingt sein, aber... Hin und wieder so ein kleiner Betäubungsschlag hat noch nie jemandem geschadet, okay? Steht da vorne jemand? Ja. Moment, hier ist eine Tür. Ah, hier. Ah, hier bin ich ja wieder. Das ist doch scheiße. Jetzt stehe ich hier in irgendeiner Grube. Muss den ganzen Weg zurückkehren? Jetzt heul mal hier nicht rum. Kalt heute Nacht. Ich hab gehört, was ich da gesagt. Werde echt verbunden? Verbunden. Okay, wir machen einen Jump. Wenn du das nächste Mal hier ein bisschen Kohle nimmst. Von den Leuten, okay? Aber wenn du schon K.O. schlägst, na gut, vielleicht war er auch schlecht bezahlt. Das kann natürlich sein. Aber hey, nichts ist umsonst. Das habe ich bei Ezio gelernt, mein Freund. Geh weiter. Pfeift ein fröhliches Liedchen, es ist dein letztes sein. Abschiedssong der Wache. Bestraf mich, Mutter. Ich war böse, so böse. Warte, nicht anfassen. Mein Bein schmerzt. Was ist denn los, General? Ist Mami etwas zu viel für dich? Sprich nie wieder so über meine Mutter, du dreckige Hure! Au! Komm her zu mir! Au! Was geht denn hier vor, General? Au! Das reicht. Nehmt eure Schwarzsteuer und verschwindet. Noch einmal. Und ich schneide eure Eier ab. Fordert mich nicht heraus. Du, Drecksratte, ich bring dich um. Dieb! Du musst die Damen besser machen. Das wirst du bereuen. Das Ausnutzen gegen allen anderen Mitteln vorgezogen. Keine Kills oder K.O.-Schläge ist mir Wurst. Ein K.O.-Schlag macht Spaß. Ich stehe auf K.O.-Schläge. Sieben Nächte später bin ich wieder hier. Ich weiß, ich habe hier noch immer nichts gelagert. Erstickungspfeil ist das, okay. Kleine Erstickung hat noch nie jemanden geschadet. Jennifer. Oh.
Basso. Begib dich zum verkrüppelten Brick. Ist kein Problem, das machen wir ja doch glatt. Börek, ist das nicht was zum Essen? Okay. Maybe, maybe, baby. An den Rändern ihres Sichtfelds entdecken sie sich nicht so leicht. Okay. Ist klar. We can do this. Wesley Sunderland. Ihr wurdet schuldig gesprochen des Diebstahls? Und der Verschwörung mit den Götzen. Ich bin unschuldig. Bitte ich. Der Eisentyran tötet uns. Das ist doch nicht alles. Es lebe die Gerechtigkeit. Es leben die Legs. Obwohl, es sind keine Ruckler. Whatever. Also gespeichert, mein Freund. War hier ein Speicherpunkt. Könnt ihr hier wieder spähen, like a pro? But I don't care. Nicht hier runter, Garrett! Mach dich nicht verrückt! Wollen wir dann rüber ins Burg? Zu lange hat die Wache unsere Hilfeschreie erstickt! Aber ja, runter! Sie zuhören. Einfach weil ich's kann. Oh oh. Die Dämmerung! Ey, komm, ey, hust mich nicht an, mein Freund. Hust mich nicht an. Der Verkrüppelte, yep, hier betreten. Nonne-Sequenz. Holy Macaroni. Wo ist es? Wo hat er es hingetan? Es ist nicht hier. Nein. Was soll das werden? Garrett, das Buch, das ihr mir beschafft habt. Es ist weg! Wo ist Basso? Der Diebesfänger-General hat ihn verschleppt, zusammen mit einigen Götzen. Er hat's genommen. War eigentlich klar, dass der Baron das tut. Ihr meint, mein Freund wurde geschlagen und verschleppt, nur wegen dieses Buchs. Was ist so wichtig daran? Es enthält Geheimnisse, die verloren schienen. Ich vermute darin den Schlüssel, um die Stadt und uns alle vor der Schwermut zu retten. Doch der Baron will es nicht für das Gute verwenden. Und jetzt hat er es. Basso wusste, wie wichtig das Buch ist. Zu eurem Glück ist es noch hier. Basso ist nicht dumm. Das Buch. Ist sicher interessant. Wo ist Basso? Im Bergfried, aber der ist gut bewacht. Ihr könnt nicht einfach reingehen. Gut. Ich mag Türen sowieso nicht. Es ist unmöglich. Moment. Da fällt mir etwas ein. Na los. Jacob. Loyal. Der Sache ergeben. Er wollte den Baron im Herzen treffen und hat sich daher mit dem Bergfried beschäftigt. Er kennt deinen Zugang. Wie finde ich diesen Jacob? Der Baron hat ihn in Greystone festgekettet. Als Botschaft für all seine Feinde. Gefoltert, aber am Leben. Erstmal ist mein Hehler dran. Dann euer Götze. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Garrett. Ihr bringt Veränderungen. Eines Tages wird das Volk euch danken. Ihr denkt zu oft an das Volk, Orion. Mal sehen, ob Orions Mann, Jacob, etwas weiß. Ich finde ihn auf dem Greystone-Platz. Okay, Greystone-Platz. Alles klar, kein Problem. Gibt's hier noch irgendwie Money?
Wie sieht es eigentlich aus mit Upgrades? Wäre auch nicht so übel, oder? Wäre sicher ganz witzig. Wir sehen uns im nächsten... Wartet hier, das mache ich noch. Ich habe hier doch noch ein E zu klicken. Dieses E nehme ich noch mit. Stone Market Viertel. Und hier haben wir einen perfekten Speicherpunkt. Außer es kommt jetzt noch eine Sequenz. So sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und... Speichert? Er noch heute? Yes! Ich denke schon, was laggt hier? Tschüss!